Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS19 auf der Nordfrisch mal vierfach. Ja, am wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Ja, in der letzten Folge sind wir ja stehen geblieben beim Grasmähen da. Und ja, der hat gerade eher ein Problem, da werden wir gleich mal reinhupfen. Schauen wir mal, was er für ein Problem hat da. Ja, und beim Dreschen, den habe ich jetzt gerade eingestellt, der macht das auch. Und in der letzten Folge haben wir ja uns den Fermenter gekauft, den werden wir jetzt dann gleich mit dem Gras voll machen. Dazu schnappen wir aber zuerst einmal den Schwader. Dazu schnappen wir uns den da. ACB, den müssen wir aber zuerst umkoppeln auf den Schwader. Ah, die Bäume da. Dann haben wir die eigene Silage für unser Ding. So, dann fahren wir mal schön rückwärts. Ja, jetzt haben wir verdreht. So, fahren wir einmal schön hinter. Ah, das war jetzt ein Zufall. Oh. Aber jetzt klappt's. Oder nicht? Oh, klappt. So, dann kuppeln wir den einmal ab da. Machen wir jetzt mal wieder aus. Schnappen wir uns den Dings. So. Der ist eh genau fertig. Oh, da hängt es. Ah, geht. So, wie wir gesehen haben, der ist gerade fertig geworden. Den werden wir gleich auf das nächste Feld da einstellen. So. Schnappen wir uns den da. Machen wir das aus. Machen das zu. Dann geht's weiter auf das nächste Grasfeld und zwar auf die 33. Immer sehen, der Drescher ist fleißig am Dreschen. Sojabohnen. Jo. Braucht 19 Minuten. Wie schaut es da bei den Tieren aus? Ah, lass mich durch. Ah, da müssen wir wieder sauber machen. So. Dann. Machen wir jetzt erst einmal die Seiten. So, dann fahren wir wieder zu den Beinen. Machen wir dort sauber. Dann passt das. Jetzt können wir da wieder einlernen. Dann nehmen wir den da wieder stehen lassen. Kümmern wir uns einmal kurz den. Okay, der ist dabei. Ja, lassen wir den mal. So, dann. Und das einmal da schwadern. Dann können wir das zusammen sammeln und dann können wir es gleich in Fermenter bringen. Dann haben wir gleich einmal unser eigenes Silage.
Das finde ich eh gut. Um die Kühe eine Produktivität von 75%. Gleiche wie bei Heu. Mischration können wir dann auch aus der Silage machen. Das ist Stroh, Heu, Silage. Machen wir zu. Machen wir da die. So. Geht sie genau aus. Und das wird. Das ist vorgewendet. Nehmen das da von draußen einputzen. So. Passt perfekt. So dann. Würde ich sagen, machen wir das schnell. Damit wir in der Folge noch den Fermenter in Betrieb kriegen. Jo, dann schauen wir gleich mal kurz zu den was mit. Was der so zum Frühstück? Okay. Der ist auch gleich voll, den müssen wir auch bald abtanken. Da machen wir da dabei weiter. Seite vorgewendet ist fertig. Geht der schnell mit seinem 14 Meter. Kann man noch auf ein paar Bohnen fallen. So, das geht sie dann schön aus. Dann schauen wir mal, wie viel Gras rüberkommt beim Fermenter. Den schon einmal einschalten. Und dann ist das fertig. Mal die eigene Silage und da weitere Produktion natürlich. Einnahmequelle A. Jo, was brauchen? Wie lang? 10 Kühe? 15 Schweine. Okay. Klingt eh nicht so schlecht. Jo. Wenn wir wieder mehr Geld haben, so 200.000-300.000, können wir dann ein paar weitere Kühe kaufen. Wieder den Kredit zurückzahlen. Wie viel haben wir jetzt eigentlich Kredit? So 235.000. Ach, das ist gleich wieder. Einmal Mitte, Ende Juli sind wir dann guten frei. Ah, der muss entladen werden. Da gehen wir jetzt schnell einmal hin. Ah, da muss ich erst nichts holen. So, machen wir den einmal da. Und machen wir das natürlich wieder zu. Knappen wir uns den großen Anhänger da. Und gehen wir mal den Drescher auf, danke. Oh.
Das lasst ihr ja wohl stehen, aber das machen wir dann persönlich fertig. So. Wo sind wir stehen geblieben? Ich glaube, wir haben ein, zwei Bahnen noch. Dann können wir aufsammeln anfangen. Den Fermenter in Betrieb nehmen. Gehen wir ein Stückchen hinter, damit wir die wie in Kurven bringen. Und meinen Reis zusammenschweinern. Gleich mal den Sammelwagen holen. Stellen wir den da hinten habe. So. Schauen wir kurz dahin. Wie viel ist da jetzt drin? 8000 und halt 74 Liter. Er ist fertig. Dann schnappen wir uns. Wo ist der jetzt? Der ist da hinten. Schnappen wir uns den IHC. Da hinten glaube ich. So, starten wir den. Machen wir da mal wieder das Fenster zu. Holen uns den Sammelwagen. Und können wir loslegen. Oder. Hängen wir den schnell an und schauen wir damit mal in der Folge noch Abfuhr in den Fermenter bringen. So. Weitergeht. Dann den Bahn mitnehmen. Synchronisiert es noch vom Vorspulen. Aber die Zeit nur jetzt wieder zurücknehmen. Ich muss sehen, mal die Bahn nicht. Und schau mal. 10.000 sind schon drin. Dann können wir den schon in Betrieb nehmen. Schreibt einmal gerne in die Kommentare auf, was wir als nächstes gehen sollen, beziehungsweise was für Produktion wir uns kaufen sollen. Das wird mir interessieren. Und falls ihr noch coole Mods habt, die zur Map passen, oder was wir verwenden können für die Map, könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, dann schaue ich mir das gerne an und dann nehme ich es mit rein. Und ja. So, jetzt machen wir aber zuerst einmal das fertig. Und haben wir das mit der Wiese auch schon wieder erledigt. Ah, der ist fertig mit mir. Das kümmern wir uns dann später wieder um den. Aber zuerst werden wir da mal das fertig machen. So, 78%. Mal schauen, den einmal ins Fermenter abbringen. Und dann passt das.
jetzt ist er genau voll. Das passt genau. Dann können wir in der Folge noch das in Betrieb nehmen. Schauen wir noch schneller mal. Oh, Fermenter. Jetzt mal die Zeit aufladen. Ah, jetzt war es ja da. Jo, das war's dann schon für die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like da. Schreibt einen netten Kommentar. Und falls ihr keine weiteren Videos mehr verpassen, klickt gerne auf den Abo-Button. Das wird mir riesig freuen. Und unterstützen natürlich. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Dann sehen wir uns nächste Folge. Bis dahin, mach's gut. Ciao.